So, und heute hat mir meine Nachbarin ein Paket gebracht, was sie gestern angenommen hat. Ich verstehe das gar nicht, weil wir waren ja den ganzen Tag zu Hause. Aber ist egal, ich habe es ja heute bekommen. Hier ist es von der Druckerei. Das ist mein Probedruck. Ich bin deswegen schon ganz doll gespannt und möchte euch teilhaben lassen an dem Auspacken. Mal sehen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie es aufgeht. Ah, hier. Nochmal eingepackt. Aber hier kann man schon sehen, wie dick es ist. Sind ja über 100 auf vier Seiten. Da haben wir es. Tada! Mein Buch, mein allererstes gedrucktes Buch. Ich bin so happy. Mit vielen Bildern. Hier ist natürlich jetzt steht drin ein Musterexemplar, ist klar, weil es ja ein Probedruck ist. Also es sind Bilder drin von der Technik und so weiter. Mal gucken, wie ich das jetzt hier so zeigen kann. Alles ganz genau erklärt. Computer einmal, Roswithas Computer einmal eins für Junggebliebene. Was eben ältere Menschen animieren soll, sich mit dem Computer zu beschäftigen, um nicht den Anschluss an die digitale Welt zu verlieren. Das ist ja meine Mission. Danke, Reinhard, für die Gratulation. Ja, Micha finde ich auch ganz toll. Ist schick geworden, sieht toll aus. Ich bin sowas von glücklich, dass das jetzt so schön geworden ist. Ach, das ist ja. Ja, und vor allen Dingen, ich bin natürlich auch deshalb glücklich, weil das Buch wurde schon zigmal verkauft. Ich weiß jetzt nicht genau. Marita, danke schön. Schon zigmal verkauft. Und es wird demnächst ausgeliefert. Ich habe ja als kleines Dankeschön für die Wartezeit meinen na, wie denn, Smartphone-Starterkurs kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit niemand sauer ist, dass er ein bisschen warten muss auf das Buch. Aber das Warten wird sich lohnen, denke ich, auf jeden Fall. Das ist mir gut gelungen. Bin ich richtig stolz drauf. Ja, ich schreibe dann euch auch noch mal den Link in die Kommentare, damit ihr wisst, wo ihr das bestellen könnt. Das ist auch ein wunderbares Geschenk für Enkel oder Kinder von älteren Menschen, die halt nicht genug Zeit und auch nicht genug Geduld haben, um immer wieder dasselbe zu erklären. Also ich freue mich riesig und freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt beim Auspacken.